Nur wenige Kilometer von Oldenburg entfernt steht eines der größten Bauprojekte der Nationalsozialisten. Der Bunker gilt als technische Meisterleistung, als, ja, wie die Bremer Presse mal schrieb, achtes Weltwunder am Weserstrand. Aber die Geschichte der Menschen, die dafür gelitten haben, war mehr oder weniger verloren. Gebaut wurde der Bunker zwischen 1943 und 1945. Er ist mehr als 400 Meter lang, fast 100 Meter breit und über 30 Meter hoch. 1980er Jahre fängt die Stadt an, sich daran zu erinnern. 1 Million Tonnen Kies und Sand, 132.000 Tonnen Zement und 20.000 Tonnen Stahl wurden bei der Errichtung des Bunkers verbaut. Er sollte eine verbunkerte U-Boot-Montagehalle werden. Die Planung war, hier U-Boote vom Typ 21 im sogenannten Segmentbauverfahren zu produzieren. Das ist eine Art Fließbandverfahren. Am Ende sollten alle 56 Stunden ein Boot den Bunker verlassen, um dann eventuell noch im Atlantik Nachschubwege der Alliierten unterbrechen zu können. Für den Bunkerbau verantwortlich war in erster Linie Großadmiral Karl Dönitz als Oberbefehlshaber der Kriegsmarine und der Reichsminister für Munition und Bewaffnung Albert Speer. Für den Bau des Bunkers setzten die Nationalsozialisten 10.000 Zwangsarbeiter ein. KZ-Häftlinge, Kriegsgefangene, sogenannte zivile Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, von denen bis zu 1.600 ums Leben gekommen sind. Über lange Jahre ist es nicht thematisiert worden. Und erst in den 1980er Jahren hat eine stadtweite Diskussion darüber angefangen, inwieweit Bremen und inwieweit die bremische Kaufmannschaft in Kriegsverbrechen und in den Einsatz von Zwangsarbeit verwickelt gewesen ist. Und als Ergebnis entsteht dann 1983 dieses Mahnmal als erstes sichtbares Zeichen an all die Menschen, die hier zur Arbeit gezwungen worden sind und entweder ihr Leben verloren haben oder Zeit ihres Lebens körperlich oder psychisch gezeichnet gewesen sind von der Zeit, die sie hier verbringen mussten. Einer von ihnen war Elio Materassi. Er schrieb in sein Tagebuch: Ich bestehe nur noch aus Haut und Knochen. Ich sehe aus wie ein Skelett. Man kann meine Rippen zählen, als wären es die Tasten eines Klaviers. Schaut man an die Decke des Bunkers, sieht man die Spuren des Krieges. Zwei der Krater in der Decke werden am 27. März 1945 verursacht von zwei britischen Fliegerbomben. Das ist ein sehr präziser Angriff der britischen Luftwaffe auf diesen Ort, der letzten Endes dazu führt, dass die Bauarbeiten eingestellt werden müssen. Alle anderen Krater stammen aus der direkten Nachkriegszeit, weil der Bunker Valentin eine Art Testobjekt gewesen ist für die britische und die amerikanische Luftwaffe, um zu testen, wie effektiv neu entwickelte Bomben sind. Die Nationalsozialisten hatten für die meisten dieser Projekte Tarnnamen. Es gibt beispielsweise in Kiel einen Bunker namens Kilian. Es gab mal in Hamburg-Finkenwerder einen Bunker namens Fink. Wichtig ist immer der Ortsbezug. In dem Fall ist es hier Fegesack, weil hier der Bremer Vulkan in der Nähe war, der für die Innenausstattung und für die U-Boot-Produktion verantwortlich gewesen wäre. Deswegen hat man das V gewählt. Wer jetzt auf Valentin gekommen ist, kann man nicht genau sagen. Nach dem Krieg wird der Bunker als Materialdepot der Kriegsmarine benutzt. Irgendwann gab es einen Zaun, aber am Anfang gab es auch den nicht. Es war hier ein Kinderspielplatz, es war ein Abenteuerspielplatz. Irgendwann entscheidet die Bundesmarine, das als Depot nutzen zu wollen. Dann wird das Gelände endgültig eingezäunt und abgeriegelt und dann beginnen hier drin Umbaumaßnahmen. Und diese Nutzung dauert bis 2010. Einige Bereiche sollten unter keinen Umständen betreten werden. Er ist auf keinen Fall mehr ein Lost Place. Lost Places zeigen sich dadurch aus, dass sie tatsächlich verloren sind, dass man irgendwie nicht rankommt, dass es schwer ist, diese Orte zu besuchen. Das hier ist ein Ort mit regulären Öffnungszeiten, vernünftigen Anfahrtswegen, einer gewissen Logistik für Besucherinnen und Besucher, mit einem Seminarhaus, wo Schulklassen über den Bunker lernen können. Das sind alles Dinge, die ihn dramatisch von Lost Places unterscheiden. Seit 2015 ist der Bunker Valentin Denkort Bunker Valentin, also eine Gedenkstätte oder ein Ort der Auseinandersetzung mit dem Thema Nationalsozialismus und Zwangsarbeit. Wir haben unter normalen Bedingungen
um die 30.000 Besucherinnen und Besucher pro Jahr, viele Schulklassen, die sich hier mit der Geschichte des Ortes beschäftigen. Wir haben einen Multimedia-Guide, den Besucherinnen und Besucher nutzen können, entlang der Ausstellung. Den gleichen Multimedia-Guide gibt es allerdings auch als App. Man kann sich diese App runterladen und entlang der Ausstellungsstationen vertiefende Informationen bekommen. Wir haben mehr Bilder, wir haben mehr Texte und wir haben Ausschnitte mit Interviews von Menschen, die an diesem Ort gearbeitet haben in der Zeit des Nationalsozialismus. Insofern ist es jetzt ein offener Ort nach tatsächlich langer Zeit, in dem er abgeriegelt gewesen ist. Und darüber sind wir sehr froh.